Guten Morgen. Sag mal guten Morgen. Ja, schade. Koya ist heute der Keksteigbeauftragte. Denn ich hasse Keksteig kneten, weil es dauert lange und ist anstrengend. Deswegen muss Koya das heute machen. Warum kommen da keine Eier rein? Weil das ein 3-2-1-Teig ist. Da kann man ja nicht trotzdem Eier reinmachen? Nein, Wenn es damit das Keksteig leichter ist. geht, ne? Nee. So, guten Morgen auch von mir. Wir haben heute Samstag. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ab 11:30 Uhr genießen wir wieder die Freiheit, Liebling. Ja, wir lassen uns nämlich heute scheiden. Nein, wir geben die Schade. Kinder ab. Schade. Die Kinder schlafen heute bei Amy und bei Liam Und bei Svenja. und bei Svenja. Und bei Und guck Pascal. mal, ich habe hier Vollaua. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, was ich da habe. Also ich pulle doch immer drin rum. Das ist total doof. Es geht nicht weg. Na egal, andere Geschichte. Genau, wir haben es 7:45 oder 7:50 Uhr. Und sind Tada. schon gefühlte 4 Stunden wach. Genau, sind schon gefühlte 4 Stunden wach, weil Mia und Ben Und doch im um Sack. 6:30 Uhr wach geworden sind, weil ich musste dann auf Toilette, weil mein Wecker hat geklingelt. Ich weiß nicht, warum mein Wecker um 6:30 Uhr geklingelt hat. Und dann musste ich auf Toilette und dann sind die Kinder aufgewacht, ja. Und ich hatte Mia. Eigentlich hatte ich das gestern ihrer Freundin Julia versprochen, dass wir heute Kekse backen. Denn eigentlich sollte heute ihre Freundin Julia bei uns, also von gestern auf heute bei uns schlafen. Aber sie hat Heimweh bekommen und wollte dann doch nach Hause. Passiert? Hoffentlich heute Abend nicht. Nein, bei mir und Ben passiert das nicht. Also das glaube ich nicht. Mia hat schon so woanders geschlafen. Sie ist immer froh, wenn sie woanders schlafen kann. Auf jeden Fall, deswegen hat heute doch kein Kind bei uns geschlafen. Aber ich hatte ihr gestern schon gesagt, so. Ja, willst du nicht doch bei uns schlafen? Dann können wir morgen früh Kekse backen. Ja, und jetzt sagt Mia, ja, ich will jetzt aber Kekse backen. Ja, jetzt müssen wir Kekse backen. Deswegen ist Koya hier schon am Kneten. Ich räume jetzt schnell die Küche Muss man auf. ein bisschen mehr Schmalz reinmachen. Da kommt kein Schmalz rein. Zwiebelschmalz. Wir machen einen 3-2-1-Teig, also drei Teile Mehl, zwei Teile Butter und ein Teil Zucker. Genau. Und ich räume jetzt hier kurz alles auf, weil ich will das gleich mit Ben. Ben darf nämlich auch mit Kneten, mit Teig ausstellen. Der muss gleich noch. Hast du Nunu gefunden? Super. Der ist gerade auf die Suche gegangen nach Nunu. Also das muss ja noch kalt gestellt werden. Aber Ben darf dann auch mit Ich habe ausstechen. einen Schneeball gemacht. Ja, super. Genau, deswegen werde ich jetzt erstmal eine Tasse, eine heiße Tasse. So, werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen und dann melde ich mich gleich beim Teig machen oder beim Kekse ausstechen bei euch. So, das Backen kann jetzt beginnen. Ich habe hier mal solche Formen gekauft. Die habe ich bei Rossmann gekauft. Das sind halt so Engel in drei verschiedenen Formen. Und diese Pfefferkuchenmänner in drei verschiedenen Formen. Die finde ich ganz cool. Und dann kannst du mir mal die Dose aufmachen hier. Und Ben hört auf, den Ofen anzumachen. Genau, wir haben hier so einen Ring. Da sind ganz viele verschiedene Formen. Also dran, die habe ich, das ist schon richtig alt. Da ist hier so eine Ente, ein Stern, ein Mond, ein Tannenbaum und so. Und hier sind diese Ausstechförmchen für die Buchstaben. Dann hat alle Buchstaben mit bei. Und genau, das sollen wir jetzt machen. Hier ist schon mal ein Teil vom Teig. Wir haben davon zwei. Die haben wir jetzt kalt gestellt. Der andere ist noch im Kühlschrank. Den werde ich jetzt auskneten. Und das Ganze machen wir da vorne in unserer Weihnachtsbäckerei, ne? Genau. Du musst dir noch deine Ärmelchen hochkrempeln Und hier. Mama, Ja? warum können wir welche für Amy mitnehmen? Wir können auch welche für Amy mitnehmen, genau. Und das machen wir. Also wir fangen jetzt mal an. Thank you.
So, die ersten Plätzchen sind jetzt fertig und die letzten sind quasi hier drin. Es ist nicht mehr viel. Und Mia darf mit dem restlichen Teig spielen und ein bisschen naschen. In der Hoffnung, dass es keine Bauchschmerzen gibt, ne? Nee, ich esse das nicht. Oder was willst du damit machen? Willst du das Mama geben? Ja, dass okay, Mama es essen kann. Nein, roll das mal zu einer Kugel. Nein, das möchte ich haben. So, ich habe jetzt eben gerade hier schon so ein bisschen gesaugt. Es sieht immer noch nicht so toll aus, aber ich werde nachher nochmal wischen. Und ich mache jetzt gerade Puderzucker. Nee, nicht Puderzucker, sondern Zuckerguss, so genau. Also aus Puderzucker und Zitrone. Ja, ich habe eine Zitrone ausgegossen. Wie heißt das? Ausgedrückt. Die ist hier. Diese Dinger schmeiße ich jetzt nicht weg. Die kann man zum Beispiel entweder noch in ein Getränk machen oder so, in eine Cola oder sowas. Oder man kann die in den Geschirrspüler packen. Das werde ich nachher machen, aber noch ist er an. Noch braucht er noch ein paar Minuten. Und wir haben hier mal bei... Ich weiß gar nicht, wo wir das genau gekauft haben. Steht nur drauf, wie teuer das war. 2 Euro hat das gekostet, genau. Ich glaube bei Teddy. Auf jeden Fall sind hier verschiedene so Zuckerstreusel-Sachen mit bei. Und damit werden wir gleich die Kekse verzieren. Und Ben ist gerade schon unten in der Badewanne und badet. Hallo, wisst ihr was? Ben, wir wussten nicht, wo Ben ist. Und hat Ben nichts gesagt. Dann ist Papa mal runtergegangen. Und er stand in Nacht vor der Badewanne und hat Badewanne gesagt. Ja, weil wir haben gefragt, ob er baden möchte. Und Ben ist übrigens voll der Freak, also der liebt Baden über alles. Und ich meinte halt so, Ben, gleich gehst du dann in die Badewanne. Und dann ist er auf einmal in die Richtung gegangen und ich dachte, er geht an meinen Computer. Dann gucke ich, er war nicht da. Und er stand nackig vor der Badewanne. Er hat sich komplett ausgezogen und ist jetzt in der Badewanne. Und Koya ist jetzt halt unten. Genau. Ich gehe, glaube ich, auch gleich nochmal in die Badewanne. Aber erstmal wollen wir hier ein bisschen was verzieren. Wir haben es jetzt übrigens, wo ist die Uhr? 20:09. Ich habe auch noch nichts gepackt für die Kinder. Ich muss auch noch die Sachen packen. Muss ich auch noch machen, weil wir so gegen ja, 10:45 ungefähr hier los wollen. Aber naja, wir machen jetzt erstmal die Kekse. Und das Doofe ist, ich kann keinen Teig probieren, weil ich ja Diät mache und kann ich keinen Keksteig essen. Ich liebe rohen Keksteig und ich liebe auch die ganz heißen Kekse zu essen, aber egal. Egal, ich halte das durch. So, und was ist das Schönste am Keksbacken? Das Aufräumen, nein, leider nicht. Mia verziert noch die Kekse. Ich zeig's euch mal, die macht das richtig toll. Huch, so. Richtig schön. Sie pinselt die ein. Und dann macht sie da halt Streusel drauf. Genau, und da hinten haben wir auch noch welche. Da, die sind noch vom, keine Ahnung, letzten Jahr oder so. Und Mia ist da ganz fleißig. Und ich habe jetzt schon mal den Tisch abgewischt. Jetzt habe ich die Stühle draufgestellt. Jetzt ist der Tisch wieder dreckig, aber das ist nicht so schlimm. Und ich werde jetzt hier schon mal wischen. Und ja, hier muss ich dann später nochmal wischen, aber hier fange ich jetzt einfach schon mal an. Rocky, ich erkenne das immer in der Kamera nicht, wer ist. Das sieht ja nämlich so hell aus, aber da ist Lucky und da ist Rocky. Und ich wische jetzt hier erstmal schon, dass wir schon mal das Gröbste weg haben. Und dann ist mein Geschirrspüler fertig. Juhu! So, wir haben jetzt, ich habe gerade was getrunken, das ist nämlich so... außer Atem, weil ich so viel getrunken habe. Wir haben die Kinder jetzt fertig gemacht. Ich habe auch gebadet. Ben hat gebadet. Mia hat sich fertig gemacht. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir nicht mehr wissen, wo die ganzen Halstücher sind. Also ich hatte so einen Loop-Schal. Ich glaube, da hatte ich 2 Stück von. Die sind weg für Mia. Bens ist noch da. Mias Mütze ist weg. Total schrecklich. Ich denke mal, dass wir heute neu kaufen müssen, weil ja, der Winter kommt erst und Mia findet die nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass die irgendwo in der Schule liegen. Aber ja, bis sie die wiedergefunden hat, keine Ahnung. Und ich ziehe mich jetzt auch an. Ich habe schon meine Stiefel angezogen. Ich weiß nämlich nicht, wir wollen heute in die Stadt, weil Koya eine neue Winterjacke braucht. Das habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Video erzählt. Und ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt gleich in die Stadt fahren. Also ob wir die Kinder jetzt wegbringen und in die Stadt fahren. Und ob wir noch mal nach Hause kommen. Eigentlich wollte ich gerne noch mal nach Hause kommen, weil ich Hunger habe. Ich habe noch nichts gegessen. Oder? Nee, doch, ich habe so eine Suppe gegessen heute Morgen. Morgen gleich. Und ich habe aber noch nichts gegessen, so zum Mittag. Und ich habe zwar noch nicht so einen richtigen Hunger. Ich habe nur Angst, dass wenn wir dann unterwegs sind, dass ich dann Hunger bekomme. Und dass es dann zu spät ist, weil... ich unterwegs nichts essen kann, was keine Kohlenhydrate hat. Und mein Schal mache ich auch um. Den finde ich von der Farbe her eigentlich gar nicht so toll. Aber ich finde so ein Loop-Schal, also ich bin so ganz empfindlich, was den Stoff und so mal angeht.
Und ich mag immer nur so Baumwollstoffe und nicht so komische. Deswegen ist der Loopschal in Ordnung. Auch wenn er von der Farbe nicht so ganz schön ist, finde ich. Obwohl zu der Jacke, zu diesem, was ist denn das, Khaki oder so, oder Oliv, finde ich das eigentlich ganz cool. Und mache ich alles aus. Und ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt gleich in die Stadt fahren danach oder ob wir nochmal nach Hause kommen. Und ja, muss mal gucken, ob ich dann unterwegs irgendwas essen kann, aber das ist nicht so einfach mit Low Carb, ne? Weil, ja, so ein Döner oder so geht nicht. Ich könnte mir einen Döner-Teller ohne Pommes und Pommes würde Köder essen machen. Das würde gehen. Muss ich mal schauen. Ich nehme euch jedenfalls mit. Ja, die Kinder rufen mich schon. Ach, ich darf die Jacke nicht vergessen. Scheiße. Ich hab die Jacke dahin gehängt gerade, weil ich mir nochmal das Gesicht eingecremt habe. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Wir bringen jetzt die Kinder zu Amy und zu Lia. Und dann melde ich mich nochmal. So, hier seht ihr das wunderschöne Hannover und die vielen Baustellen. Und da wird gerade eine neue Straßenbahnstation gebaut, sehe ich gerade. Das wusste ich gar nicht. Hier ist übrigens auch der holländische Stoffmarkt, Liebling. Ich bin am Überlegen, ob ich da hin möchte. Also da ist der Stoffmarkt. Und nee, ist doch eh momentan. Ja, aber ich wollte mal gucken, wie teuer die Preise da so sind. Teuer? Nee, glaube ich nicht. Doch, da steht überall 100 Millionen. 100 Millionen. Genau, wir fahren jetzt erstmal Richtung Ernst-August-Galerie. Mach mich mal. Genau, wir fahren jetzt erstmal Richtung Ernst-August-Galerie und parken da auf jeden Fall, weil da kann man gut parken. Oh, das sieht so doof aus. Das ärgert mich. Und es ist günstig und man kann gut parken, wenn wir dann einen Parkplatz bekommen. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, weil es ist ganz schön voll. Samstags in meiner Stadt. Und was sollte ich noch sagen? Ja, wir sind jetzt noch am Überlegen, wo wir denn als erstes hingehen, weil Köya braucht ja eine Jacke. Und wir wissen noch nicht genau so von welcher Marke. Und nein, mein Akku ist leer, das kann nicht wahr sein. Mein Akku ist leer. Er blinkt. Naja, also filme ich dann doch nicht mehr mit meiner Kamera, sondern wahrscheinlich mit dem Handy, wenn ich was filme. Und ich habe Hunger, ganz doll Hunger. Wirklich. Ich glaube, ich esse gleich so einen Döner ohne Brot oder so. Irgendwie sowas. Wir waren jetzt was essen. Da muss ich ausgerechnet jetzt die Nase putzen, wenn ich filme, ne? Wir waren jetzt was essen und zwar waren wir bei so einem Dönerladen. Koya hat so eine Dönerrolle gegessen und ich habe eine Hähnchenkeule mit Salat gegessen. Wir haben uns auch schon eine Jacke ausgesucht für Koya. Wir hatten nur geguckt, ob es die irgendwo anders günstiger gibt, aber gibt es nicht. Oder deswegen, andere, oder andere gibt. Aber gab es nicht. Deswegen gehen wir jetzt zur Galeria Kaufhof und hier ist es ein bisschen laut, denn hier ist irgendeine Demo. So, jetzt mal von der anderen Sicht. Wir müssen hier lang und die gehen genau hier lang. Irgendwas mit Tierdemo. Ich weiß es nicht genau. Schluss mit der Eurotier. Ja. Also keine Ahnung, was das ist. Okay. Dankeschön. Hier ist noch einer. Danke. Danke. Jetzt weiß ich auch, worum es geht. Ja. Hört sich aber irgendwie cool an, diese Trommeln halt, ne? Wie beim Schützenausmarsch. Ja. Ja, also cool. Ja, also cool hört sich's an, wie so ein kleiner Schützenausmarsch. So, wir sind jetzt gerade beim Stoffmarkt Holland angekommen. Und hier gibt's echt schöne Stoffe, aber die kosten ungefähr das gleiche wie bei uns. Also 8 Euro für einen Meter und 4 Euro für einen halben Meter. Aber ich will mal gucken, ob ich hier schöne Stoffe finde, die es nicht bei T-Docs gibt. Mal gucken. Ich habe auch übrigens lange nicht mehr genäht, aber hier hängen die auch überall. Und da geht es dann noch weiter, da geht es bis da hinten hin. Mal schauen, ob wir was Schönes finden. Koya ist begeistert. So, wir sind wieder zu Hause. Oh, ich muss gerade husten. Oh. Ich habe so ein... Das juckt in meinem Hals. Und ich wollte euch jetzt nochmal die Küche zeigen. Die darf ich nämlich jetzt gleich noch aufräumen. Hier sind noch 5 Kekse, die übrig geblieben sind. Und hier hat Mia Kekse verziert. Yay. Ja, das muss ich gleich noch aufräumen. Das hatte ich vorhin halt nicht mehr geschafft. Wir waren ja dann gleich in der Stadt. Und hier habe ich vorhin schon gewischt. Ich glaube, ich muss nochmal wischen. Und da liegt der faule Mann, weil der kommt nach Hause und legt sich gleich ins Bett. Und gleich ziehe ich mich noch nackt aus. Und wenn die Kinder nicht da sind, dann kann ich nackt durch die Wohnung laufen. So, ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, was wir gekauft haben. Wir haben im Endeffekt nur eine Jacke gekauft. Und dann war ich bei diesem holländischen Stoffmarkt. Wir haben Stoffe gekauft ohne Ende. Stoffen und Parken zusammen hat fast so viel gekostet wie die Jacke.
So, ich werde mal versuchen, euch die Stoffe jetzt zu zeigen. Ich muss mal gucken, wo ich euch hinstelle. So, ich glaube, so könnt ihr mich sehen. Also, ich wollte auf jeden Fall zu diesem Stoffmarkt mal zu gucken. Jetzt kommt die Katze an. Lucky. Um zu gucken, wie teuer die Stoffe da sind. Und die Stoffe sind genauso teuer wie bei T-Dox. So, bei T-Dox kostet ja ein Meter 8 Euro. Und da kostet auch ein Meter 8 Euro. Aber da gibt es auch zum Beispiel 50 Cent. Und das ist immer, was ich richtig cool finde, weil ich habe mir so gedacht, wie machen die denn das? Also es gibt ein paar Stoffe, die so auf so einem Ding drauf sind. Und dann kannst du dir 1 Meter, 5 Meter abschneiden lassen. Es gibt aber, die meisten sind halt so fertig schon. Das sind dann halt zum Beispiel, das hier sind jetzt 50 Zentimeter und das ist halt schon so fertig. Stoffreste. Nee, das waren ja nicht nur Reste. Das war jetzt ein Stoffrest, aber die anderen, die waren halt schon fertig in Meter Sachen aufgeputzt. Ich hatte ein Handy geklingelt. Na, egal. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich für 4 Euro kostet das dann, habe ich so ein, mal gucken, so einen Stoff gekauft. Das ist alles Jersey-Stoff mit so Walen drauf. Und zwar möchte ich daraus so einen Loop-Schal machen, weil, habe ich euch ja vorhin schon erzählt, mir hat ihre Schals verloren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache hieraus so einen Loop-Schal. Und für das Innenfutter habe ich sowas hier gekauft. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, wie flauschig das ist. Aber das ist so ganz flauschig. Und ich dachte, das passt halt gut zusammen. Und dann mache ich das auf der einen Seite in dem Stoff und auf der anderen Seite in dem Stoff. Und da habe ich mir das hier gekauft. Der hat, glaube ich, auch 4 Euro gekostet. War auch 50 cm. Und dann habe ich nur diesen Stoffrest noch dazu bekommen. Und ganz ehrlich, das ist zwar ein Rest, aber ich finde, das ist schon echt viel. Da kann man schon fast... Das stimmt doch gar nicht. So. Doch, danke, der Fleck stimmt. Das ist, glaube ich, von meiner Cola. ja, die werde ich auf jeden Fall vorher noch waschen. Mache ich ja immer. Auf jeden Fall kann ich aus diesem Stoffrest schon echt was nähen. Und das halt zusammen... Also die haben alle 4 Euro gekostet. Dann habe ich für Ben, das hat glaube ich 8 Euro gekostet, oder waren das auch 4 Euro? Ne, es waren auch 4 Euro. Genau, also auch ein halber Meter. Und das ist so eine, jetzt kommt die nächste Katze. Wenn die Kinder mal nicht da sind, kommen die Katzen an. Die wollen natürlich mit uns kuscheln, ist ja klar. Das ist jedenfalls so grau mit so dunkelgrauen Sternchen drauf. Das fand ich ganz cool. Und dann habe ich noch, zweimal Stoffe gekauft. Und zwar gab es diesen, wenn man den Stoff gekauft hat, also der hat 4 Euro gekostet. Und wenn man aber 3 Stoffe gekauft hat, wären das 10 Euro gewesen. Deswegen haben wir 3 Stoffe gekauft. Und dann habe ich noch so eine Kuhhose gekauft, also einen Kuhstoff gemacht. Da will ich halt eine Hose von machen. Und das sind auch Kühe. Ich fand das irgendwie niedlich. Ich weiß auch nicht. Und da will ich halt so eine Pumphose draus nehmen. Genau, also dann habe ich hier für 10 Euro bezahlt. 14 Euro insgesamt, 18 Euro, also Koya hat bezahlt. Ich hatte nämlich kein Geld dabei. Genau. Und dann sind meine richtig, richtig tollen Schuhe kaputt gegangen, meine Hausschuhe. Die habe ich übrigens mal, das waren so es war von Winnie Pooh, aber das war dieser Esel IA. Die habe ich mal von Koya in einem Adventskalender bekommen vor 100 Jahren. 4 Jahren. Ich glaube vor 4 Jahren. Und das war zum 6. Dezember. Und zum 24. Dezember hat Koya mir einen Heiratsantrag gemacht. Deswegen bin ich so ein bisschen, also hänge ich so ein bisschen an den Schuhen. Oh. Aber die sind jetzt wirklich kaputt gegangen. Die waren so kuschelig und flauschig, aber da war halt voll das Loch drin. Jetzt habe ich die gewaschen, jetzt sind die ganz auseinandergefallen. Und jetzt habe ich diese Schuhe hier gesehen bei Ernstings Family. Die fand ich jetzt ganz cool. Die sind ein bisschen anders. Also die haben hier unten eher so eine Sohle. Aber ich fand die irgendwie auch schön. Und die kosten 8 Euro. Und da gab es 50% bei Ernstings Family auf das komplette Damensortiment. Also haben wir noch 4 Euro bezahlt. Und für 4 Euro fand ich das ganz cool. Kann man mal ausprobieren. Genau. Und jetzt drehe ich die Kamera um und Koya macht für euch eine Modenshow. Liebling. Man muss immer rumalbern und rumkaspern, ne? Genau, das ist Koya. Und fasst mal in die Tasche rein. Ist die weich. Ja. Jetzt brauche ich die Katze nicht mehr streicheln. Ich passe einfach. Das ist übrigens eine Wellensteinjacke. Ich habe auch schon eine Wellensteinjacke, die ich selten anziehe, weil meine einfach zu schwer ist. Aber die hier ist ein bisschen leichter. Koya hatte verschiedene Jacken an von Wellenstein. Also eigentlich, er wollte die ganze Zeit eine Wellensteinjacke haben. Ich habe gesagt, ja, die ist voll teuer und wollen wir nicht eine andere Jacke gucken. Und dann haben wir uns die anderen Jacken angeguckt, die haben uns aber alle nicht gefallen. So vom Aussehen her und auch vom Schnitt her. Und dann waren wir bei Galeria Kaufhof, genau. Und da gab es halt ja, verschiedene Marken. Das ist das Gute bei Galeria Kaufhof. Und da gab es auch Wellenstein. Und dann hat er diese hier, hat er sich vorher schon mal im Internet angeguckt und die haben wir dann anprobiert.
Mir ist warm. Oh, Liebling, mach das Fenster zu. Mir ist so warm. Lass das. Auf jeden Fall fand ich die von Anfang an richtig gut. Und dann sind wir nochmal zum Wellenstein-Laden. Wir haben so einen Shop in Hannover gegangen und haben geguckt, ob es die da vielleicht günstiger gibt. Gab es aber nicht. Und bei Galeria, also die kostet, ich finde sie sehr teuer, 299 Euro normalerweise. Aber das Ding ist, ich habe meine Wellenstein-Jacke, glaube ich, schon 5 Jahre oder 6 Jahre. Also ich hatte davor auch schon mal eine. Die habe ich, glaube ich, 2 Jahre oder so getragen. Die, das war aber so eine kurze Jacke und die hat mir einfach nicht mehr gepasst, weil ich einfach zu fett geworden bin. Das war M. Ich bin sehr weit von M entfernt. Und dann habe ich die meiner Mutter geschenkt, glaube ich, oder verkauft für 50 Euro. Ich weiß es nicht mehr. 5 habe ich meiner Mutter gegeben. Auf jeden Fall eine M-Größe. Nee, Koya 2XL. Auf jeden Fall, die Wellenstein-Jacke, die halten echt lange. Und habe ich gesagt, okay, da wissen wir wirklich, dass es Qualität ist. Und deswegen, ja, okay, dann ist es halt so. Jedenfalls sollte die normalerweise 299 Euro kosten. Aber bei Galeria Kaufhof gab es heute, oder ich weiß nicht, wie lange das ist, 20% auf Herrenbekleidung. Und dann haben wir 60 Euro gespart. Und deswegen hat es sich dann irgendwie doch gelohnt. Und jetzt haben wir die für 240 Euro gekauft. Ich finde es immer noch teuer. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Nicht, dass ihr denkt, was kauft ihr euch für viele Sachen. Also ich finde es auch echt teuer. Aber was soll man machen, wenn er eine Jacke braucht? Und die anderen Jacken einfach scheiße aussehen. Und der braucht halt auch eine relativ schicke Jacke für die Arbeit. Ne? Da kann er jetzt nicht so... Er kann ja nicht ein Hemd anziehen und dann, weiß ich nicht, einen Müllsack drüber. Das geht ja auch nicht. Deswegen, jetzt haben wir es hinter uns. Jetzt ist die erstmal für die nächsten Jahre nein. Safe. Doch. Ich brauche eine neue Uhr, eine neue Jacke. Oh, Koya labert so ein Mist. So, wir haben es jetzt übrigens kurz vor 4. Die Kinder haben sich noch nicht gemeldet. Doch Amy hat eine Story auf Instagram gemacht. Das war so süß. Muss ich Koya gleich nochmal zeigen. Und ich werde jetzt gleich nochmal die Küche aufräumen. Dann werden wir einen Schlachtplan machen, was wir heute noch machen. Also ich bin ja für Mittagsschlaf, aber das ist eigentlich zu kostbar. Jetzt haben wir schon mal die kleinen Kinder. Jetzt müssen wir irgendwas Schönes machen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe schon wieder Hunger. Also nicht richtig Hunger, aber so ein bisschen Appetit. Deswegen, ich hatte mir gestern schon den Brokkoli gekocht. Jetzt kommt da Sauce Hollandaise drüber. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, ich mache eine Diät und mache Sauce Hollandaise. Ja, aber es kommt ja auf die Kohlenhydrate an. 4,3 Gramm Kohlenhydrate. Fett ist eigentlich egal. Da sind zwar 21 Gramm Fett drin, aber das ist nicht so schlimm. Also das Wichtigste ist eigentlich sind die Kohlenhydrate. Deswegen kann ich da Sauce Hollandaise drüber machen. Und dann brate ich mir gleich noch ein Fleisch und das zeige ich euch jetzt gleich. Sieht das nicht lecker aus? Da ist das Fleisch. Das war so ein Ribeye vom Schwein. Und es ist nicht durchgegangen, deswegen hatte ich das dann klein geschnitten. Das sieht jetzt so braun aus, weil das halt, ja, braun ist jetzt. Dann habe ich hier meine Hollandaise. Und das ist noch so ein Salat, den ich mir vor ein paar Tagen, also vor 2 Tagen, glaube ich, gemacht hatte. Das sind einfach so Schnippelbohnen oder Brechbohnen mit Zwiebeln und Pfeffer und Salz, ein bisschen Öl. Genau, das esse ich jetzt. Nebenbei bin ich am Online-Shoppen. Ich will so eine Magnetwand, Whiteboard-Wand haben. Die will ich quasi... hallo, Licht. Die will ich da jedenfalls hinhängen. Warum ist das jetzt so komisch? Die soll auf jeden Fall da hin. Also der Kalender kommt dann irgendwo anders hin und da soll die dann hin. Mal gucken. Muss ich gucken, ob ich jetzt die richtige Größe finde. Und das gehe ich jetzt mal online shoppen. Ach so, und eine Alexa war im Angebot bei Amazon. Die habe ich mir jetzt auch schon ausgesucht. Ich kann ja mal auf meinen Einkaufswagen gehen. Hier muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe mir Echo Dot Alexa ausgesucht. Und zwar eine aus Stoff. Also das Mia hat ja die ganz normale weiße. Und das ist jetzt eine aus Stoff. Und die kostet jetzt 30 Euro. Und ich glaube, wir haben für Mias 40 bezahlt. Und das fand ich schon günstig. Und sie ist es auf jeden Fall wert. Und ja, das ist jetzt die neue. Die gibt es halt auch in so einem Grau, also dunkelgrau und weiß. Aber ich finde die hier irgendwie am schönsten. Genau. Die werde ich mir jetzt auch noch bestellen. Aber nebenbei esse ich jetzt erstmal. So, wir haben uns jetzt entschieden, beziehungsweise ich habe mich jetzt entschieden. Wir werden jetzt noch in die Sauna fahren. Wir haben nämlich noch Freikarten. Ich hatte das mal zum Geburtstag bekommen. Ich muss die gleich noch mal suchen. Ich hoffe, ich finde die noch. Bestimmt. Und da kann ich natürlich leider nicht filmen. Aber ich dachte mir, ich zeige euch jetzt mal. Ich bin jetzt einfach auf die Internetseite gegangen. Und dachte mir, ich zeige euch jetzt mal einfach mal, wie es da aussieht. Ja, guck mal. Also hier sind so ein paar Bilder, das könnt ihr auch selber googeln, das ist halt königliche Kristallzerme in Seeze
Und so, das Foto zum Beispiel finde ich richtig toll, so nachts oder abends. Und jetzt ist ja auch schon dunkel. Das machen die richtig schön an Stellen überall so Kerzen auf und so. Das ist jetzt nicht da drin, das ist so ein Schwimmbad, was damit bei ist. Ich glaube, hier hat man noch ein paar Sachen gesehen. Also man kann halt so rausschwimmen, dann hat man draußen so ein Becken. Und da gibt es halt auch ganz viele Saunen und so spezielle Aufgüsse. Und wir waren da auch schon mal mit mir, wir waren auch schon mit Bender, wir waren auch schon mit mir und Bender. Aber es ist immer doof, weil wir können dann halt nicht in die Sauna gehen. Also, oder nur einer von uns kann in die Sauna gehen. Ich habe immer so ein bisschen das Problem bei der Sauna, dass ich nicht schwitze. Also bei den anderen läuft immer der Schweiß runter, bei mir kommt das nicht, weil ich halt immer zu wenig trinke. Das ist immer so mein Problem. Aber trotzdem probieren wir das jetzt nochmal aus und gehen in die Sauna. Und ich finde zum Beispiel die Aufgüsse richtig teuer. Also einfach nur in der Sauna liegen, wenn jetzt kein Aufguss ist, finde ich halt langweilig. Aber bei den Aufgüssen, da wird halt was erzählt, dann wird man so angefächert und gewedelt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen, genießen wir jetzt den Abend nochmal ohne Kinder. Wir haben es jetzt 17 Uhr, 10 nach 5 ungefähr. 10 nach 17 Uhr. Kann ich mir reden. Wir machen uns jetzt fertig. Koya meinte eben gerade so, ja, dann packen wir die Sachen. Ich so, naja, wir brauchen eigentlich nichts oder kaum was, weil da geht man übrigens nackig rein. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wusstet oder ob ihr jetzt geschockt seid. Nee, also da geht man nackig rein. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein Handtuch und Badelatschen sind ganz wichtig, weil wir waren das eine Mal da und waren dann halt auch, die Saunen sind halt draußen. Also da gibt es auch drinnen Saunen, aber draußen sind halt auch welche. Und draußen muss man halt mit den Füßen halt so auf diesem Stein rumlaufen. Das ist schon ziemlich kalt, wenn man keine Badelatschen anhat. Deswegen die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ansonsten brauchen wir einfach nur was zu trinken noch, dass man genug trinkt. Und halt Handtücher. Mehr brauchen wir nicht. Und das werde ich jetzt mal zusammenpacken. Und dann denke ich mal, dass wir uns erst heute Abend sehen. Und sag mal bis dann. Und da sind wir wieder. Frisch aus der Sauna, aus dem Natronbecken. Wir hatten einen ganz tollen Tag, also es war echt schön. Wir haben zwei Aufgüsse gemacht, also obwohl ich habe den zweiten Aufguss nicht ganz bis zum Ende gemacht, weil wir also so kreislaufmäßig bin ich dann rausgegangen, aber auch andere, ne? Nicht nur ich. So, da muss ich mich ein bisschen erklären, nicht nur ich. Aber es war der spezielle Brutalaufguss, der ging extra lang. Und ja, ich habe, wie gesagt, die Hälfte gemacht, aber es war echt schön. Es war sehr voll, muss man sagen. Also wirklich, man hat da kaum einen Schrank gefunden, wo man seine Sachen reinpackt. Und die ganzen Aufgüsse, wenn man da nicht 20 Minuten vorher hingegangen ist, dann hat man keinen Platz mehr bekommen. Also es war schon echt extrem, aber ja, ist halt so. Es war auf jeden Fall sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich euch das in der Insta-Story erzählt habe oder so. Wir haben noch Karten gefunden, Ganztagskarten. Also gibt es 3-Stunden-Karten, 5-Stunden-Karten und Ganztagskarten. Und die waren aber abgelaufen bis 2017. Und jetzt habe ich gar nichts zu trinken hier. Und wo ist denn das? Okay. Auf jeden Fall waren die Karten abgelaufen, aber wir haben halt gefragt, was damit passiert mit den Karten. Und also wir brauchten ja jetzt keine Ganztagskarte, wir haben jetzt eine 3-Stunden-Karte genommen. Aber das ist kein Problem. Also die können wir dann, wenn wir das nächste Mal halt diesen Ganztagskarte haben wollen, können wir die einfach da abgeben und dann lösen sie das trotzdem noch ein. Das fand ich richtig cool. Da hatte ich so ein bisschen Angst, dass das jetzt irgendwie verfällt. Weil die haben einen Wert von, weiß nicht, 56 Euro zusammen. Es wäre halt blöd gewesen, wenn das verfallen würde. Aber verfällt nicht. Das ist schon mal gut. Aber wir hatten ja jetzt jedenfalls, hier ist dein Liquid. Wir hatten jedenfalls nur eine 3-Stunden-Karte. Und also ich finde auch, dass das echt schon ausreicht. Also ich bin wirklich todmüde. Wir hatten eigentlich noch geplant, eventuell noch was essen gehen. Aber das können wir alles gar nicht machen, weil todmüde. Ich esse jetzt auch nichts mehr. Koya macht sich, glaube ich, gleich noch was zu essen, weil der hat heute noch nicht so viel gegessen, so wie sonst. Ihr könnt und, mitbringen. Nee, ich habe jetzt keine Lust. Wie könnt ihr nur aus dem Kühlschrank, ja. Genau. Koya kriegt jetzt seine Gemüsefrikadellen und ich wandere jetzt ins Bett und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.